Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video im neuen Jahr 2020 und am 1.1. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet, euch geht es gut und euren Freunden, eurer Familie. Und wir werden jetzt ein schönes und tolles Jahr 2020 zusammen erleben und genießen. Das letzte Mal, im alten Jahr noch, haben wir ja mit Yaro und Kate zwei durchgedrehte Dynamax-Pokémon bekämpft. In der Nebenstory. Und wir werden jetzt nach Angenie City gehen. Angenie City. Ich kann diese Namen einfach nicht aussprechen. Und werden mal schauen, was uns dort erwartet. In Angenie City. Das ist die Arena von dem Feuertypen. Wie hieß er noch gleich? Der Feuertype. Auf jeden Fall tun wir jetzt mal ein Wasser-Pokémon nach vorne. Ja, zum Glück ist mein Wasser-Pokémon ja nicht overlevelt, aber macht nichts. Und dann gehen wir noch kurz hier mal rein, meine Pokémon heilen. Und dann gehen wir mal zu... Ach, wie hieß er denn? Leute, wisst ihr, ich habe so viele Namen auch aus Berufswegen immer im Kopf, dass ich mir irgendwann angeeignet habe, dass Namen, die ich eine Weile nicht gebraucht habe, dass ich die wieder sofort aus dem Kopf rauslösche. Sozusagen. Und deswegen habe ich auch den Namen von dem ausgelöscht. Mir fällt er gerade einfach nicht mehr ein. Wir gucken vielleicht, bis wir oben in seiner Arena sind. Fällt es mir vielleicht wieder ein. Wahrscheinlich eher nicht. So. Und hallo. Aber ich nehme an, hier müssen wir wahrscheinlich gegen deiner maximiertes Feuer-Pokémon kämpfen. Das ist meine Vermutung. Da ist der Feuer-Dude. Kabu, genau. Sieh an, der Champ. Und Ness. Und Hopp. Hast du auch gleich mitgebracht? Oh, sie erinnern sich an mich, Kabu? Das freut mich total. Aber klar doch. Immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leistung ihr beiden bei eurer Arena-Challenge hingelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Da hast du natürlich recht, die Lage im Stadion ist nämlich sehr ernst. Und genau deshalb sind wir hier. Hervorragend! Ich hatte mir schon den Kopf darüber zerbrochen, wie ich es alleine mit solch einem starken Gegner aufnehmen soll. Aber mit euch an meiner Seite brenne ich geradezu auf einen Kampf. Dann mal los. Bin ja mal gespannt, was uns da drin erwartet. Ein Feuer-Pokémon vielleicht, diese Schlange da. Thermopod. Oh, ein Quirtle. Noch kein Thermopod. Infernopod habe ich übrigens gemeint. Also die Entwicklung. Aber mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Aber ist ja egal, es ist ein Gürtel. So, Dynamax. Was richtet mehr Schaden an? Wir können mal gucken. 130, 110. Dann haben wir noch die 130er. Dynaflut. Erstmal tun wir uns mega. Stimmt, hat unser lieber Hopp wieder Gottraum genommen. Gegen ein Feuer-Pokémon, was natürlich sehr nützlich ist. Und dann haben wir wieder Barat. Ach, egal. Mir fällt es gleich wieder ein. Naja, das riecht jetzt ja sehr gut Schaden an. Das Pokémon halt von Ness. Barra. Oh Mann, wieso kann ich es jetzt nicht mehr aussprechen? Barrikadex. Genau. Gottraum setzt. Immerhin keine Pflanzenattacke ein, verfehlt aber. Ah, er hat Infernopod. Und Verteidigung sinkt. Verteidigung ist super, dann haben wir es nämlich gleich besiegt. Wie die immer alle Barrikadex angreifen. Sonnenlicht wird stärker. Dann setzen wir jetzt hier deiner Brocken ein. Oder ist es schwächer geworden oder und habe mich verlesen? Oh.
Bums. Tschüss, Torte. War ein schönes Vergnügen. Oh. Tun sie eigentlich bei euch auch so viel Bouldern? Also bei mir böllern die. Die fangen am 28., 27. Dezember an und böllern dann bis zum 3., 4. Januar. Ich weiß auch nicht. Das ist immer ganz schlimm, finde ich das. Ich meine, ich bin ja selber auch nicht so der Fan, weil das so irgendwie, ich finde es immer so, wenn die Leute dann alles sauber machen, finde ich das richtig schön, dann können die gerne böllern, so viel sie wollen, aber die lassen das dann immer alles auf den Straßen liegen. Die ganzen Müll und Reste, und das finde ich immer nicht so toll. Und, ja, aber das finde ich halt auch, das nervt mich. Ich meine, wenn sie am 31. Dezember um 16 Uhr anfangen zu böllern, wenn sie das meinen, dann sollen sie das machen. Aber Tage im Voraus und Tage danach noch, das finde ich immer, oh. Ja. Naja, lesen wir mal weiter. Sieht ganz so aus, als hätten wir gerade nochmal ein großes Unglück verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier im Stadium etwas erholen. Ach, und Liz, wenn du mal Hilfe brauchst, bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ach, Kate hat mir auch schon ihre Hilfe angeboten. Ja, ja, ich verstehe schon. Ihr müsst noch woanders nach dem Rechten sehen. Oh, wie? Dann mal los, ihr jungen Hüpfer. Viel Glück. Ihr jungen Hüpfer, na danke. Piep! Ist das dein Smart-Rotor, das da klingelt, Liz? Liz, wir haben ein Problem. Die beiden Clowns sind im Pokémon-Labor aufgetaucht. Was? Sanya, alles okay bei dir? Momentan nerven mich die zwei nur rigoros damit, dass sie die Wunschsterne haben wollen. Noch kann ich sie ins Schach halten. Aber könnt ihr trotzdem schnell hier vorbeischauen? Piep! Diese Witzbolde haben es auf die Wunschsterne abgesehen. Wir müssen Sanya helfen und das rostige Schwert zurückholen. Los, gehen wir zum Pokémon-Labor, Liz. Schon wieder stürzt er völlig unüberlegt los. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Naivität oder Mut ist. Leichtsinn. Zum Pokémon-Labor? Na, mir soll's recht sein. Ich zieh das mit euch bis zum Ende durch. Das freut mich, Ness. Hab immer gern starke Männer um mich rum. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt auch noch nachher in die anderen Stadien müssen und dort den Leuten mit Dynamax-Pokémon helfen müssen. Mal sehen. Uns können sie nichts vormachen. Dafür sind wir viel zu berühmt. Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die Rose gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden. Und unser Gespür lügt nie. Diese Schätze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Händen des Pöbels zu überlassen. Also her damit! Wird's bald? Was hat die Tatsache, dass sie sich für Berühmte halten, mit den Wunschsternen zu tun? Ich kann mir nicht erklären, woher sie von den Wunschsternen im Labor wissen, aber wir werden sie ihnen ganz bestimmt nicht aushändigen. Ganz recht, es ist offensichtlich, dass sie den wahren Wert der Wunschsterne nicht begreifen. Folglich sollten sie die Finger von ihnen lassen. So meine Güte. Was sollen wir jetzt nur tun, Brüderchen? Oh. Wirklich unfassbar, was wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Wenn hier jemand etwas erdulden muss, dann wohl die beiden Professorinnen. Hopp. Ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder Pokémon gegen ihren Willen dynamaximieren. Und das rostige Schwert könnt ihr auch gleich wieder
rüber wachsen lassen. Oha! Oha! Wir waren uns so sicher, dass der Champ hier aufkreuzen würde. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben. Ich schätze, er hat seine vernichtende Niederlage gegen uns bereits vergessen und möchte erneut in Grund und Boden gestampft werden. Hey, lass dich ja nicht von diesen Clowns unterbuttern. Ganz meiner Meinung. Diese eine Niederlage darf dich nicht so aus der Bahn werfen. Oh, okay. Nicht unterkriegen lassen. Danke, Liz, du hast recht. Dann lass uns diese Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. Pappnasen? Du wagst es uns Pappnasen zu nennen? Das ist der Gipfel der Unverschämtheit, mein lieber Bruder. Eine Affront, was auch immer das heißen mag. Dass der Tag kommen würde, an dem wir uns derart von Pöbel beleidigen lassen müssen. Ich teile deinen Schmerz, Brüderchen. Als Vertreter unserer noblen Geschlechts dürfen wir diese Schmach keinenfalls erdulden. Dieses Mal haben wir unsere kampfprobten Pokémon mitgebracht. Dieses Kraftemessen wird auf deinem anderen Niveau stattfinden. Ich könnte sie ja jetzt mit meinem stärksten Pokémon, glaube ich, mit Leichtigkeit besiegen. Obwohl. Okay. Ich glaube, ich bin nicht im Typvorteil, aber im Levelvorteil, glaube ich, bin ich trotzdem mit meinem. Ja. Wir werden nachher gleich austauschen, aber. Obwohl. Solange wir ein Pokémon haben, das wir besiegen könnten, werden wir mal. Offensichtlich ist Hopp ja keine große Hilfe. Wir tauschen aus, wenn wir keinen großen Schaden mehr mit George anrichten können. Risiko Tackle. Na dann, Tackle mal. Bringt sehr viel gegen ein Bronzong. Sondersensor. Oh. Auf Wiedersehen. War schön mit dir gekämpft zu haben, Swatrot. Kommt jetzt du, Oklas. Okay. Dann setzen wir doch Biss ein gegen Duoclass. Oh, das hat sogar überlebt. Oh, du bist mir eine echte Hilfe. Setz jetzt mal bitte irgendwas Gescheites ein. Ich habe jetzt mittlerweile schon das zweite Pokémon von Schwertold besiegt. Und du hast noch gar nichts erreicht. Du hast noch nicht mal das erste Pokémon besiegt. Tesorio. Komm, ich helfe dir mal mit Protzong. Hm. Ich hoffe, du machst natürlich nicht das, was ich gehofft habe. Du solltest doch. Aber bitte nicht gegen mich. Komm. Alles oder nichts. Ich bin hier ja nicht die Nuzlocke. Ich werde übrigens auch, sobald wir die Nebenstory erledigt haben, eine Nuzlocke in Pokémon Schwert spielen. Und da habe ich auch schon die ersten zwei Teile aufgenommen. Die kommen, wie gesagt, wenn wir die Nebenstory hier haben. Wird die halt beginnen. Und wenn da dann ein Pokémon besiegt wird, nicht gegen mich.
dann ist es raus. Aber jetzt bei dem würde ich das jetzt nicht machen. Hier machen wir ja eigentlich der Augenmerk auf der auf der Story ist hier der, das Hauptmerk und dann eben bei der Nachtkopf auf die Kämpfe und ja, zu gewinnen. So. Nitro-Ladung gegen Cesurio. So. Das Schwert hat zumindest schon mal besiegt. Cerberus erreicht Level 64. Oh, ich muss schon sagen, er ist schon eine sehr große Hilfe. Nicht. Wir bleiben jetzt dran. Klar, ich könnte jetzt raustauschen in mein Remus und dann mit einer Flugattacke wäre Legios im 0,nix besiegt. Aber... Ich glaube, ich muss hier gucken, dass dieser Kampf hier schnell zu Ende geht, weil mein geehrter Partner im Doppelkampf nicht so viel drauf zu haben scheint. Jimmy erreicht Level 61. Was kommt jetzt? Ah, klickt die Klappe. Na gut, dass wir drin geblieben sind. Weil ich ja Stahl und Stahl gegen Attacken wie Nitro-Ladung oder auch gegen Doppelkick schwach. So. Streng dich mal an, Gottrom. Richt mal richtig viel Schaden an. Immer noch Aufruhr. Du bist echt. Tschüss, Gottrom. War schön mit dir. Gegen. Wie heißen sie? Schilterus und. Co. Gekämpft zu haben. So, noch eine Nitro-Ladung, dann müsste klick die klack weg sein. Auf Wiedersehen! Oder hat Schilderus noch einen? Aber ich glaube, Schilderus hat auch keinen mehr. Bruder! Brüderchen! Das sind schon so Vögel. Geht doch! Wir haben gewonnen. Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiße unseres Angesichts trainiert. Pah, eure kleinen Erfolg sei euch gegönnt. Jedoch müsst ich betonen, dass es zwei von euch gebraucht hat, um uns das Wasser zu reichen. Ach so, ihr seid ja nicht zu zweit, oder? euch ist wohl entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Ness, du sprichst mir aus der Seele. Werdet ihr uns jetzt endlich das rostige Schwert zurückgeben und damit aufhören, Pokémon zu deiner Maximierung zu zwingen? Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Wie es scheint, war Ihre Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Haben Sie die Wunschsterne? Ja, Meister Schildrich. Sie beide haben mit genügend Zeit verschafft, um alle Wunschsterne zu erbeuten. Sanyas Assistentin überreicht die Wunschsterne an Schwerthold und Schildrich. Sympathisch, die gute Frau. Was passiert hier gerade? Das können Sie doch nicht tun. Man hat uns hintergangen. Die Rache ist so süß, dass ich meinen Tee später ohne Zucker trinken kann. Unser Kampf eben war nichts weiter als eine kleine Ablenkung. Der Sieg war bereits unser, bevor ihr eure Pokémänner auch nur die Hand hattet. Das reinste Kinderspiel. In diesem Sinne, ade. Bleibt gefälligst hier. Warum haben Sie das getan? Tut mir leid, Professor Sania. Sie haben mich also von Anfang an belogen? Mir bleibt keine andere Wahl. Nur so könnten wir unseren Plan in die Tat umsetzen.
Also zum Wohle unseres königlichen Blutlinie. Okay. Hey, nicht fallen, Sanja. Oh, nee, ich wollte nicht die Pflanzen ansprechen, ich wollte Sanja ansprechen. Die kriegen's. Na warte, Sanja, den renne ich hinterher. Die kriegen jetzt die Hucke voll von mir, meine Freundin hier so zu verletzen. Hey, wartet. Warum geht ihr einfach, ohne ein Wort zu sagen? Naja, du sahst so zerknirscht aus. Wir wollten dir ein bisschen Zeit geben, das alles zu verarbeiten. Natürlich bin ich zerknirscht. Schließlich ist es allein meine Schuld, dass wir so spektakulär ausgetrickst wurden. Ich kann nicht glauben, dass ich mich derart habe reinlegen lassen. Aber jetzt ist es nicht die Zeit, um Trübsal zu blasen. Also lasse ich es einfach sein. Schluss damit. Dieser Typ haben eine riesige Menge Wunschsterne mitgehen lassen. Ich will gar nicht daran denken, was sie damit alles Furchtbares anstellen können. Wie ich seht, habt ihr absolut keine Zeit, für einen Durchhänger. Sanja! Hehehe. Du bist echt eine Hart im Nehmen. Es macht mir sehr stolz zu sehen, wie du in so einer Krisensituation einen kühlen Kopf bewahrst. Danke, Oma. Normalerweise braucht es ein starkes Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon, um die wahre Kraft des Dynamax-Phänomens zu entfesseln. Aber es war gut möglich, dass diese Leute die Gala-Partikel in den Wunschsternen verwenden, um diese Bedingungen zu umgehen und so eine Dynamaximierung der Pokémon zu zwingen. Das ist ja schrecklich. Diese Typen haben echt keinerlei Respekt vor den Pokémon. Jetzt, wo sie so viele Wunschsterne in den Finger bekommen haben, müssen wir damit rechnen, dass sie die Lage erheblich verschlimmert. Aber was erhoffen sie sich damit, Pokémon zu deiner Maximierung zu zwingen? Diese Typen haben doch etwas davon gefaselt, dass sie die wahre Natur von Sassian und Samazenta zum Vorschein bringen wollen. Ich würde euch gerne wissen, was das alles mit der königlichen Blutlinie zu tun hat, die meine ehemalige Assistentin erwähnt hat. Andererseits, vielleicht muss ich gar nicht rätseln, und es ist genau das, wonach es klingt. Liz, wirf mal einen Blick auf deine Karte. Schnell! Diesmal schlagen die Detektoren gleich in 4 Stadien gleichzeitig aus. Wir müssen umgehend handeln. Mary, diesmal könnte sie wirklich in Gefahr sein. Aber bei euch in Spikeford gibt es doch gar kein Stadion mit Energiequelle. Du machst dir mal wieder völlig unnötig Sorgen. Ja, jetzt wo du es sagst. Liz, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort los und den Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich euch beim Dynamax-Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmert euch um sie. Ich versuche derweil herauszufinden, wo sich die 2 Clowns herumtreiben. Okay. Und ich glaube, damit beenden wir den Part. Ist zwar ein bisschen kürzer als der letzte, aber es werden ja noch weitere dieses Jahr folgen, kann ich ja jetzt sagen. Wir haben ja jetzt 2020. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wo wir uns dann um die Dynamax-Pokémon oder um die Dynamaximierten Pokémon in den 4 anderen Stadien kümmern werden. Also dann, bis dann, tschüss, eure LA.